Ja Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island Part 53, Entschuldigung, Part 53, immer noch Kapitel 5, Rise of the Pirate God. Wir sind ja jetzt hier unter Wasser, wie wir uns schwer erkennen können, und schauen uns hier mal das erste Mal richtig um. Das war das Zuhause von La Esponja Grande. Ich kann eine so große Welle machen, wie ich will. Hier tut sich nichts. Tja. Ich hatte immer den Verdacht, dass Muschelschalen am Meer zu verkaufen dummes Zeug sei. Ich meine, im Inland vielleicht, wo man sie nicht wie Sand am Meer findet. Klaffmuschel! Okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Muschelchen, ich glaube, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Fuß? Oh, tut mir leid, dass ich mich über deine nicht vorhandenen Füße lustig gemacht habe. Okay. Uga Buga! Kann das sein, dass wir da irgendwas draufpacken müssen oder so? Oder können wir hier wirklich gar nichts machen? Nee, ich glaube, wir können hier gar nichts machen. Ja, ich glaube, das ist nachher irgendwas mit dem... mit dem Bläschen zu tun, was da rauskommt. Uga Buga! Ja, ansonsten... Ja, kann ich mir das jetzt nicht erklären, was wir machen sollten. Hallo? Schwimm weg, sonst gibt's Stromschläge vom Aal. Anemone? Guybrush? Die heißt Anemone und er kriegt das immer noch nicht hin. Alles in Ordnung? Nein! Spinner Cay wurde zerstört! Was machst du denn da drin? Was du auch tun solltest? Mich vor ihm verstecken! Oh Mann, was hat er dir angetan? Noch nichts, Poseidon sei Dank! Hör mal, ich weiß, Winslow kann ein wenig forsch sein und dreist gern mal eine Zote, aber er hat ein gutes Herz! Nein, nicht mein süßer Reggie, ich meine LeChuck! Oh, verstehe. Er hat Spinner Cay zerstört. Die Segel seines untoten Piratenschiffes bauschen sich in den Winden der Apokalypse. Das ist nicht gut. Hör mal, komm raus und lass uns darüber sprechen. Nein, ich habe zu sehr Angst. Ich brauche hier draußen deine Hilfe. Wozu? Nun ja, leider bin ich ein Geist und kann nichts anfassen. Ein Geist? Oh, aber wie ist das passiert? Einmal darfst du raten. Getötet von ihm. Vielen Dank, da bleib ich lieber, wo ich bin, wo es sicher ist. Bekomme ich dich da irgendwie raus? Nein, ich traue niemandem. Naja, Reggie vielleicht. Augenblick. Winslow? Dieser gewissenlose Hund. Trotz unserer taxonomischen Unterschiede versteht Winslow mich. Ich frage mich, wie das gehen soll. Rein logistisch. Aber jetzt werde ich ihn nie wiedersehen. Winslow und du, ihr seid du und Winslow? Winslow und du, seid ihr du und Winslow? Ich würde nie zu hoffen wagen, dass er mich zur Partnerin nähme. Aber wir haben uns geliebt. Wow, zu viele Informationen. Und nun werde ich ihn nie wiedersehen? Würdest du für Winslow herauskommen? Würdest du für Winslow herauskommen? Ich will nicht mehr als ein kleines Zeichen von meinem lieben Reginald. Dann würde ich mich aus meinem sicheren Versteck wagen. Mehr? Kleines Zeichen? Ein Meerzeichen vielleicht? Hä? Mal sehen, was sich machen lässt. Winslow ist in der Nähe! Ist er gekommen, um mich zu sehen? Na klar! Ich wusste, dass das mit uns etwas Besonderes war. Ich weiß nicht, ob ich es etwas Besonderes nennen würde. Wo ist mein Reggie? Auf einem Floß über uns. Warum kommt er dann nicht hinunter und rettet mich? Das sind über 100 Faden oder so. Er würde ertrinken. Du bist doch auch hier. Ich bin etwas Besonderes? Ich weiß nicht, ob ich das etwas Besonderes nennen würde. Wie war denn eure Beziehung so? Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber wie war denn eure Beziehung so? Sie war etwas Besonderes.
Wie eine makellose Perle in den Schalen einer Klaffmuschel? Ich platze vor Neugier. Steigt er ins Wasser oder paddelst du an Land? Ich muss doch sehr bitten. Schon gut, schon gut. Wenn du so neugierig bist, such dir deine eigene Vekilianerin. Nicht, dass eine von uns dich wollen würde. Verlockend, aber ich bleibe bei meinem zweibeinigen Zuckerhäschen. Du und Winslow, ihr wart ziemlich dick miteinander, hä? Du und Winslow, ihr wart ziemlich dick miteinander, hä? Gewicht spielt unter Wasser keine Rolle. Ich glaube, das ist ganz schön widerlich. Möchtest du rauskommen und reden? Möchtest du rauskommen und reden? Nein! So schlimm ist es hier draußen gar nicht. So schlimm ist es hier draußen gar nicht. Ich könnte jederzeit von LeChucks feuriger Harpune aufgespießt werden. So schlimm ist es nicht. Okay. Man sieht sich. Pass auf dich auf. Ich habe schon gemerkt, das wird nichts. Also jetzt denke ich mal, müssen wir auf jeden Fall wieder mit Winslow reden, unserem alten Kumpel. So, Howler Monkey. Howler Monkey. Die Howler Monkey. Auf ewig in ihrem nassen Grab. Okay, hier ist nichts mehr. Ne? Ja gut, dann können wir jetzt wieder hoch, würde ich mal sagen. Ausgang. Aufwärts geht's. Winslow. Reden wir mal mit ihm hier. Mr. Winslow? Ja, Sir. Ja, Sir. Anne Polme versteckt sich in einer Höhle unter ihrem Floß. Nepomni versteckt sich in einer Höhle unter ihrem Floß. Mein beschupptes Mädchen befindet sich nur ein paar Meilen unterhalb meines Herzens. Ganz recht. Bitten Sie Anemone, zu mir zu schwimmen. Komm zu mir, meine Liebste. Nun ja, das Problem ist LeChuck. Anemone hat Angst vor ihm und will sich verstecken, bis sein Piratenapokalypse-Treiben vorüber ist. Wie tragisch. Deine fischige Freundin weigert sich, ihre Höhle zu verlassen. Ihre fischige Freundin verkriecht sich in der alten Höhle des Leviathans und will sie nicht verlassen. Das arme Ding ist sicher verängstigt, wie ein Schellfisch am Haken. Anemone braucht ein wenig Zuwendung. Vielleicht könnten Sie Stemily da unten etwas zukommen lassen, das ihre Zuneigung zeigt. Prächtige Idee. Ein Gedicht vielleicht. Ein Haiku. Ich wurde zum glühenden Haiku-Verfasser während meiner Zeit auf den Sashimi-Inseln. Wie Sie meinen, Hauptsache es lässt sich versenken. Keine Sorge. Und während wir auf eine günstige Strömung warten, kenne ich ein Spielchen von mir erdacht namens Stein, Papier, Füllfederhalter. Und wie soll das gehen? Also, Papier schlägt Stein. Und dann muss der Spieler das Papier schlagen, indem er es mit dem Füllfederhalter mit schlüpfrigen Phrasen beschreibt. Es geht doch nichts über ein anständiges Schamgefühl. Jedenfalls habe ich alles zusammen, um meiner lieben Anemone ein Haiku zu dichten. Na, endlich. Möge mein sinkender Stein ihren gesunkenen Mut heben. Das wäre dann alles für den Moment, Mr. Winslow. Das wäre dann alles für den Moment, Mr. Winslow. Sehr wohl, Sir. Und ab in den Ozean. Da ist das Ding. Es schickt sich nicht, die Liebesbriefe anderer zu lesen. Außerdem ist er sicher randvoll mit mehr Winslow, als ich vertragen kann. Problem ist, wir kriegen dieses Teil ja nicht aufgehoben. Manchmal an meinem Geburtstag, obwohl ich in der richtigen Welt bin, kann ich immer noch nichts anfassen. Also bleibt dieses Fischnetz hier. Ja, okay, gut, da ist nächstes Problem. Das bringt mir jetzt hier gar nichts, weil sie ja nicht rauskommen will. Bist du immer noch da drin, Anne? Solange LeChuck noch am Leben ist, bleibe ich hier. Vielen Dank. Winslow hat ja einen Brief ins Wasser geworfen. Anemone, Winslow hat einen Brief an dich ins Wasser geworfen. Da drüben liegt er. Mi amore. Aha, so schnell geht das also, ja? Oh. Es ist ein Liebesbrief. Man sieht sich. Pass auf dich auf. Und was hat mir das jetzt gebracht? Außer gar nichts. Nochmal zurück. Hallo? Und was schreibt Winslow? Und? Was schreibt Winslow?
Es war ein reizendes Haiku. Es steht nur dieser diese, Mann nur hinten kann diese... mit so wenig Worten so viel ausdrücken. Ich fand ihn immer recht langatmig. Nur wenn es darum geht, die Luft anzuhalten. Naja. Man sieht sich. Pass auf dich auf. Und wieder zurück zu Winslow. Das Ding ist immer noch hier. Vielleicht weht es jetzt weit genug, dass wir das Teil nur noch einmal... Booga Booga! So, vielleicht weht es ja jetzt so weit, dass man... Jawoll! Bei allen Klaffmuschelluftblasen, Medaillon geborgen. Hervorragend. So etwas! Captain Shripwood! Meine Liebste hat mir ein Zeichen geschickt. Ich sollte mich lieber auf unser Wiedersehen vorbereiten. Besan! So garstig habe ich nicht gerochen, seit ich im Frachtraum von Kapitän Liverbottoms Handelsschiff dahingesiecht bin. Was ist denn das? Ein Deodorant, Kapitän! Aus der Apotheke in Woodstick, meine ich. Winslow, das Medaillon ist kein Zeichen von Anemone. Sie mag ihr Gedicht, aber das Medaillon habe ich hierauf geschickt. Ich kann es zwar nicht berühren, aber das Ding soll meinen Geist wieder mit meinem Körper vereinen. Oh, also von allergrößter Wichtigkeit. Von allergrößter? Nun, ich hänge es hier auf, als wäre es unsere Karte. Wissen Sie noch? Unsere Karte, Sir. Wie könnte ich sie jemals vergessen? Auf dass dieses Medaillon sie zu ihrem Körper führt, so wie unsere Karte uns ins Abenteuer geführt hat. Und ich weiß auch schon, wie wir das machen. Wir müssen mit Winslow natürlich reden, dass er hier was macht. Und was machen wir, habe ich sofort dran gedacht, nämlich unser Geisterfoto. Ja, wir möchten nämlich, dass unser Geist in unseren Körper geht. Das heißt, wir müssen das Foto austauschen. Na, wir reden mal mit Mr. Winslow? Ja, Sir. Würden Sie bitte den Knopf auf diesen Medaillon drücken? Aber erstmal das hier. Ich glaube, Ihr Gedicht ist gut angekommen. Ah, es ist mir eine Ehre, mir zugute halten zu können, einem aufgewühlten Herz ein wenig Frieden zu schenken. Würden Sie bitte den Knopf oben auf diesen Medaillon drücken, da? Mr. Winslow, würden Sie bitte den Knopf auf dem Medaillon für Ihren alten Kapitän drücken? Gewiss doch, Sir. Nichts passiert. Ja, geht ja auch nicht. Ich hätte von der Voodoo-Lady Besitz ergreifen sollen. Tja, am anderen Ende ist wohl niemand zu Hause. Ja, das wäre dann für den Moment alles, Mr. Winslow. Das wäre dann alles für den Moment, Mr. Winslow. So, natürlich. Sehr wohl, Sir. Natürlich müssen wir jetzt das Geisterfoto nehmen und damit kombinieren. Ich lasse nur eben die Voodoo-Lady verschwinden. Voilà. Genau. Geister, Freeport, Zug, normalen Freeport. Und jetzt nochmal über den Knopf drücken, Mr. Winslow. Ja, Sir. Würden Sie bitte den Knopf auf diesen Medaillon drücken? Mr. Winslow, würden Sie bitte den Knopf auf dem Medaillon für Ihren alten Kapitän drücken? Gewiss doch, Sir. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Aha. Der nimmt uns erstmal als... Ich wusste gar nicht, dass ich so kalt war. Hey! Bei allem, was da spukt, er lebt! Von wegen, das ist bloß irgend so ein Voodoo-Zombie! Still, schlagen Sie ihm den Kopf ab! Was? Augenblick mal! Keine Sorge, euer Ehren. Ein gezielter Wumms an die Birne sollte das Problem aus der Welt schaffen. Ich werde euch alle töten. Ich bin Guybrush Threepwood, ich werde euch alle töten. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich werde euch alle töten. Das war nicht so überzeugend. Ja, autsch! Alles in Ordnung, Sir? Ich glaube, ich hätte beinahe den Geist aufgegeben. Im wahrsten Sinne. Ah ja, das würde den mädchenhaften Schrei erklären. Hat er gehört. So, Old Brute Deodorant. Nehmen wir mal mit hier. Winslows Deodorant. Zum Glück duftet meine geistliche Essenz nach Lavendel und Honig. Okay. Haufen Steine und Papier. Und was ist das? Das sind die Sachen für ein Spiel, das ich... Na, kennen wir schon. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja, bis dahin. Ciao, Leute.